Nancy Faeser wird verlieren. Exklusivinterview mit Jürgen Elsässer. Kompaktmagazin. Bundesinnenministerin Faeser hat das vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestufte Magazin Kompakt verboten. Die Sache kam bei Nacht und Nebel und völlig überraschend. Wenn wir aber dafür sorgen, dass alle Meinungen unterdrückt werden, die anderen Leuten nicht gefallen, so, dann wissen wir gar nicht mehr, was irgendjemand denkt. Sprech aus, was du denkst. Und wenn du was dagegen hast, dann sag was dagegen. Solange es nicht gegen Gesetze geht, muss doch eine Meinung äußerbar sein, Digga, auch wenn sie dir nicht gefällt. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Love Vlog Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community. Und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein von Junge Freiheit. Das Video heißt Nancy Faeser wird verlieren. Exklusivinterview mit Jürgen Elsässer. Kompaktmagazin. Ich habe davon schon am Rande mitbekommen, dass das Kompaktmagazin verboten wurde und dass irgendwie da eine Hausdurchsuchung stattgefunden hat. Angeblich, glaube ich, wegen Rechtsradikalismus, Antisemitismus, irgendwas in die Richtung. Und ja, ist auf jeden Fall eine schockierende Geschichte. Weiß jetzt halt auch nicht, was da wirklich hinterstecken könnte, weil ich persönlich bin zum Beispiel jemand, der nicht so in der Recherche drin ist, was Kompakt so fabriziert hat oder nicht und was sie so berichtet haben oder nicht. Ich habe mir mal den ein oder anderen Beitrag, haben wir uns, glaube ich, schon mal hier reingezogen im Stream, über LGBTQ-Thematik, glaube ich, und über andere Sachen. Die haben Verbindung auf jeden Fall zur AfD, das weiß ich auch, was ja jetzt erstmal noch nicht strafbar sein sollte, meiner Meinung nach, weil es einfach eine politische Gesinnung oder eine Partei ist, die ich jetzt selber auch nicht fühle, aber ey, Bruder, sei feel free, so, weißt du, jeder soll ja das unterstützen und das fühlen, was er für richtig hält. Und ich finde das schon krass, dass wir eventuell damit rechnen müssen, dass in Zukunft, dass du wegen deiner politischen Meinung und wegen dem, was du unterstützt und wegen dem, was du so für Ansichten hast, rechtliche Konsequenzen, also dass du mit rechtlichen Konsequenzen rechnen musst. So, weißt du, das ganze Magazine, YouTube-Kanäle und so gesperrt werden, das ist schon eine krasse Geschichte. Aber wir gehen da mal rein, wir gucken da mal rein. Ich liebe euch auf jeden Fall, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen, abonniert den Kanal. Peter geht los, Digi. Und los. Bruder, wir gucken mal. Wer ist Faeser überhaupt? Wer ist Nancy Faeser, Bro? Ich sehe den Namen überall. Aktuell. Betriebsvermögen ist beschlagnahmt worden, die Konten wurden alle gesperrt. Gut, hier waren Schreibtische von Mitarbeitern, ist alles ausgeräumt. Nicht dein Ernst, Leon. What the fuck? Was denn, was war jetzt los, Digga? Ja, haben sie alles mitgenommen. Bundesinnenministerin Faeser hat das vom Verfassungsschutz. Ach so, Bundesinnenministerin. Ich meine die Nancy. Ja, Digga, was weiß ich denn? Ich kenne mich doch bei diesem ganzen Haufen nicht mehr aus heutzutage. Diese ganzen, für mich ist ja Politik eh nur ein Spiel. Also ich nehme die doch alle nicht mehr ernst. Deswegen, was weiß ich, wer Bundesinnenminister ist? Die Truppe, die da gerade regiert, das sind einfach alles Hampelmänner. So, sorry. Als rechtsextremistisch eingestufte Magazin Kompakt verboten. Und die ist das? Das Geld. Nancy, meine Jutze. Wie läuft's? Das wir gesammelt haben durch ehrliche Arbeit, durch Verkauf von Printprodukten vor allem, dieses Geld hat der Staat geraubt. Ja, das ist eine deutlich sechsstellige Summe. Das ist ein Schlag gegen die Opposition und nicht nur gegen... So, erstmal eine anstecken, sagst du? ...institutionelle Medien, sondern die Art und Weise, wie das bei Nacht und Nebel... Herr Elsässer, wurden Sie von den Durchsuchungen überrascht oder gab es zuvor Signale, zum Beispiel seltsame Anrufe durch die Presse? Nee, es gab es nicht. Die Sache kam bei Nacht und Nebel und völlig überraschend. Und es gab auch keine Pressekampagne vorher. Wir hatten Anfang des Jahres im Frühjahr Schwierigkeiten mit Kontokündigungen und dem Verbot, Kompakt am Kiosk auf den Bahnhöfen zu verkaufen. Das waren aber Schläge, die wir gut verkraftet haben, dank der Solidarität unserer Leser. Das heißt, wir haben ein neues Konto und was wir am Bahnhof... Das ist doch mit Dings auch passiert. Wie heißt er? Mit Kayvan sein neues Portal. Wie heißen die nochmal? Also das passiert immer dann, wenn die Leute halt, wenn die Regierung ein Problem mit deiner persönlichen, also mit der Meinung haben, die du vertrittst. Für mich persönlich ist es so, dass ich bin ein Verfechter von freier Meinung. Weißt du, ich bin ein Verfechter davon, dass jeder seine Meinung äußern darf. In Zeitungen, in Beiträgen, in wie auch immer, weißt du? Solange du nicht zu Gewalttaten aufrufst, soll es möglich sein, dass jeder Mensch seine Meinung frei äußert, so.
So, und dafür stehe ich wirklich. Solange die Menschen nicht dazu aufrufen, dass anderen Menschen Gewalt zugefügt wird, soll das möglich sein, dass die sich ausdrücken können. Und wenn andere Leute das fühlen, dann soll das so sein. Und wenn das meine Gefühle verletzt oder wenn ich da ein Problem mit habe, dann ist das mein Problem. So, dann muss ich dafür sorgen, dass ich vielleicht versuche, Menschen aufzuklären, denen zu sagen, ey, guck mal, das ist keine gute Ansicht, das ist nicht cool, dann mache ich ein Video, dann mache ich mein eigenes Magazin. Das muss ein freier Markt sein, Digga. Weißt du, wie ich meine? So, es kann nicht sein, dass du eingeschränkt wirst, weil du eine Meinung hast, die gerade irgendwie ein paar Leuten nicht gefällt. So, the fuck? Wie heißt denn das Ding von Kay nochmal? Apolut, genau. Apolut ist doch das Gleiche passiert. Die haben doch auch deren Konten versucht einzuschränken und einzufrieren. Weißt du, wo die dann hingegangen sind? Zur Revolut Bank. Sparkasse hat die, glaube ich, gekündigt. So. Und das ist halt schon beängstigend ein bisschen, finde ich. Wir verkauft haben, haben wir woanders verkauft. Und das hat, glaube ich, Nancy Faeser und Herrn Haldenwang furchtbar geärgert. Und deswegen sind sie dann mit diesem Überraschungsschlag jenseits der Legalität. Wie der da sitzt, so beide Arme auf rechts, links, Digga. So, Proleti-Vibes, Bro. Sorry, mir fallen so eine Sachen auf, ich weiß auch nicht. Ed gegen uns vorgegangen. Wir haben kein einziges Verfahren verloren wegen Rassismus, Aufhetzung zu Straftaten, Volksverhetzung und Ähnliches. Ja, wir sind ein vollkommen sauberes Magazin mit weißer juristischer Weste. Naja. Das ist krass, Digga. Das ist krass. Ich habe geschlafen, ich glaube, es war 5:30 und dann hat es geklingelt und ich habe gedacht, ich schlafe weiter. Und dann hat es aber ungefähr 40 Mal geklingelt. Da habe ich gemeldet, ich kann nicht weiter schlafen, habe meinen Bademantel angezogen bis runter zur Haustür, habe nochmal durchs Fenster durchgespäht, da sehe ich dann schon die Polizisten vermummt und da wusste ich schon, was die Stunde geschlagen hat. Und dann habe ich die Tür aufgemacht. Was ist die Begründung dafür gewesen? Kommt das noch? Sonst wäre es ja aufgebrochen worden. Und dann war der Einsatzleiter und hat mir den Beschluss verkündet, Hausdurchsuchung, Beschlagnahmung und Verbot von Kompakt Magazin GmbH und unserer Tochterfirma Konspekt. Und dann sind die reinmarschiert und haben sich in allen Räumen breit gemacht und haben sich alles angeschaut. Also der ganze Prozess ging von ungefähr 6 Uhr bis jetzt 16 Uhr. Also 10 Stunden. Man merkt, die tun so, als würden die nicht wissen, was los ist. Im Grunde genommen sind die alle extrem gegen Ausländer, egal ob anständig oder nicht. Bruder, aber die haben doch Rechtsstreits gehabt und die haben da nichts verloren. Also was willst du mir denn damit sagen jetzt? Also du darfst jetzt... Laut Grundgesetz darfst du ja deine Meinung frei äußern, ne? Du darfst ja sagen, was du denkst. So. Oder nicht, Digga. Worauf sollen wir uns denn jetzt einigen? Sollen wir das Grundgesetz ändern? Sollen wir sagen, ey, nee, darfst du nicht? Wenn deine Meinung andere Gefühle verletzt von anderen Menschen, dann wirst du dafür bestraft. Also, wo willst du denn da die Grenze ziehen, Digga? Weißt du, wie ich meine? So. Ja, Bro, okay, es gibt Menschen, die haben was gegen Ausländer, die sagen, hey, Ausländer so und so oder Migranten oder dies, das oder die Religion oder diese. Diese Menschen gibt's, so, das wirst du nie vermeiden können. Ob du denen jetzt verbietest, es zu sagen oder nicht, das Gedankengut bleibt. Ich bin dafür, dass diese Leute einfach ihre Meinung sagen, damit wir wissen, welche Leute so denken und dann können wir die eines Besseren belehren. Wenn wir aber dafür sorgen, dass alle Meinungen unterdrückt werden, die anderen Leuten nicht gefallen, so, dann wissen wir gar nicht mehr, was irgendjemand denkt. Sprech aus, was du denkst. Und wenn du was dagegen hast, dann sag was dagegen. So. Unten waren die hier. Ich konnte mir was zu essen machen, war ein Beamter dabei. Ich gehe aufs Klo, ich kann die Tür nicht zumachen. Beamte wartet draußen. Ständig war also ein Beamter hinter mir her, während seine Kollegen hier alles durchwühlt haben. Ich könnte das, aber es läuft so ab, wie es immer abläuft. Die klingeln um 5 Uhr und dann steht man da im Bademantel. Die Bildzeitung hat da gleich das Bild von mir gebracht. Aber wichtig ist ja nicht der Ablauf, sondern die sozusagen die historische Dimension von dem, was heute geschehen ist. Denn diese Hausdurchsuchung mit Beschlagnahmung sämtlicher Arbeitsmaterialien
ist ja eine Exekution des Verbots, das heute ausgesprochen worden ist. Das heißt, Kompakt Magazin GmbH und die Tochterfirma Konspekt Film ist verboten. Also man muss sagen, die Privaträume haben sie... Was ist denn der... haben die irgendwas vorgelegt, was da der ausschlaggebende Grund für war jetzt? Kann mir das einer sagen? Zurückhaltend untersucht, haben sich da auf irgendwelche alten Tagebücher von mir, also im Grunde Terminkalender gestürzt. Das haben sie alles mitgenommen. Bei meiner Frau im Schreibtisch haben sie gefunden, eine Glückwunschkarte für unsere Hochzeit. Hat die Kollegin von der Polizei sehr interessiert gelesen. Habe ich gesagt, na, ist das interessant, wenn sie da unsere Hochzeitspost lesen und so. Meine Frau war zufällig heute in Hessen, in ihrer alten Heimat, wo sie noch eine kleine Wohnung hat, Zweitwohnsitz sozusagen. Ist auch komplett platt gemacht worden. Gute Akustik in dem Raum, ne? Das liegt wahrscheinlich an diesen Schaumstoffdinger. Keine Ahnung, warum ich das jetzt sage, aber so eine Sachen fallen mir halt auf. Sorry, Digga. Da haben die bestimmt Podcasts aufgenommen oder so. Fühl ich. Der Ton spielt die Musik. Das ist der gleiche, wie der vorhin gesagt hat, dass die gegen Ausländer sind. Der Ton spielt die Musik. Und im Hintergrund weiß keiner, ob es mit Waffenhandel etc. Da weiß der Verfassungsschutz schon mehr Bescheid. Deshalb steppen die bei denen rein. Waffenhandel? Wie kommst du denn jetzt darauf, mein Jutster? Bro, was weiß ich denn? Aber, keine Ahnung, was ich dazu sagen soll, ja. Ich weiß nicht, was alles rausgeräumt worden ist, aber ich habe vorhin mit einem Freund von ihr telefoniert. Der hat gesagt... Keine Ahnung, wo du das Waffenhandelthema jetzt ausgepackt hast. So, keine Ahnung, Digi. Ich bin da jetzt nicht richtig informiert, was die Gründe dafür sind, dass die da reingesteppt sind. Aber bis jetzt habe ich vom Waffenhandel oder so auf jeden Fall noch nichts gehört, wenn ich das so sagen darf. Bruder, das Ding ist, für so Schwurbler wie wir ruhen sich diese extremen Rechten aus. Und wenn die dann gesprengt werden... halten Leute wie wir automatisch zu denen. Bruder, Bro, was du verstehen musst, ich bin nicht rechts und ich bin nicht links. Ich küsse deine Zirbeldrüse. Menschlichkeit und Liebe, mein Jutster. Und wenn Ungerechtigkeiten passieren, mache ich mich dafür stark. Ist mir scheißegal, was für eine politische Gesinnung du hast oder nicht. Ungerecht ist ungerecht. Und ich stehe für freie Meinung. Selbst wenn diese Meinung mir nicht gefällt. Ich mag die AfD auch nicht, Bro. Ich mag diese ganzen neuen YouTuber auch nicht, die da jetzt auf Krampf gegen Migranten und Moslems und so auf Krampf dagegen gehen und so. Aber ich bin auch nicht dafür, dass diese Leute verboten werden sollen. Ich bin dafür, dass sie ihre Meinung sagen dürfen. Was ich mache ist, ich habe meinen eigenen Twitch-Kanal, ich habe meinen eigenen YouTube-Kanal, ich kann selber Videos machen und kann darauf hoffen, dass ich vielleicht Menschen mehr Bewusstsein, dass ich dafür sorge, dass Menschen bewusster sind und dass sie nicht in diese ganze politische Scheiße mehr reinvertrauen und nicht in die Falle reintreten und die AfD wieder wählen oder andere Sachen supporten und unterstützen, weil ich meiner Meinung nach das bewusst herbeigeführt wird so. Aber ich bin dagegen, dass irgendwelche Sachen verboten werden, ohne richtigen Grund, ohne Verstoß gegen das Gesetz. Das ist einfach nicht korrekt, Bro. So. Und wenn das solchen Leuten passiert, kann das uns hier auch passieren, weil wir reden hier auch über Sachen wie Pädophilie und das, was wir uns vorher reingezogen haben, dass Politikerkreise und Bankerkreise und was auch immer satanische Rituale machen und so. Das kann denen auch irgendwann auf den Sack gehen und dann löschen die uns ohne Grund. Weißt du? Wenn wir uns nicht dafür stark machen, dass man seine Meinung sagen darf, Bro. Furchtbar, das muss noch schlimmer gewesen sein als hier. Und besonders schlimm ist natürlich, ich habe mit meiner Frau gar keinen Kontakt, weil sie hat kein Handy mehr, ich habe kein Handy mehr, wir haben keine Computer mehr. Ja, also da wurde richtig dann auch die Macht der Diktatur demonstriert. Gut, hier waren Schreibtische von Mitarbeitern, ist alles ausgeräumt worden, ja. Haben sie alles mitgenommen. Das Problem ist nicht gewesen die Rücksichtslosigkeit der Beamten. Die Beamten haben sich im Wesentlichen korrekt verhalten. Das Problem war, dass sie den Befehl hatten, diese Redaktion und ihre Arbeitsgrundlagen zu zerschlagen. Diesen Befehl haben sie ausgeführt, aber auf zivile Weise. Aber der Zerschlagungsbefehl wurde ausgeführt. Es wurde alles mitgenommen, was wir brauchen für die Erstellung einer Zeitung oder unserer täglichen TV-Nachrichtensendung. Naja, wie gesagt, es war zum Teil ein bisschen willkürlich. Wie man ja hier sieht, stehen noch Bücher in den Regalen.
Aber im TV-Studio haben sie die Kunstbücher, die Karl-May-Bücher und Brockhaus großes Lexikon gesammelt mitgenommen. Das sind ja auch Werte, ja. Ansonsten alle Firmenunterlagen, mein Schreibtischinhalt komplett. Da weiß ich selber nicht mehr, was da drin ist. Ich habe ein Video gesehen, dass sie sogar die Katze mitgenommen haben, ne? Weiß ich selber nicht. Wozu nimmt man Möbel mit? Keine Ahnung. Also so was ich gesehen, die haben sogar eine Katze mitgenommen, glaube ich. Das haben sie einfach alles komplett abgeschleppt. Und da gibt oh shit. Datenordner. Nazi-Ordner, da. Wo kompakt archiviert sind oder wo Artikel archiviert sind. Dann haben sie alle Kompakthefte mitgeschleppt. Ich sage, wieso schleppt ihr diese Hefte mit? Die sind doch am Kiosk gewesen. Ja, damit wir sie sozusagen nicht weiterverkaufen können. Ja. Wie viele Beamte waren hier? Können Sie das so schätzen? Ich schätze, nee, ich habe nicht durchgezählt. Ich würde schätzen 35 bis 45. Fast alle schwarz vermummt. Also mit Gesichtsmaske, dass nur die Augen zu sehen waren, wie man es von den Autonomen oder der Antifa kennt. Also als die morgens geklingelt haben, habe ich erstmal gedacht, huch, kommt jetzt die Antifa. Aber dann war schon klar, es ist der Freund der Antifa. Also hier haben sie alles mitgenommen, die Schreibtische alles mitgenommen, den Esstisch haben sie stehen lassen. Was Schreibtische, Digga, verstehe ich nicht. Ja, aber Leon, zum Beispiel Afghanen und Syrer können doch nichts dafür, dass sie hier sind. Egal, ob sie Gewalt mitbringen. Da muss man sich bei den Amis bedanken, die haben den Scheiß doch verursacht. Jetzt Migranten die Schuld zu geben, das ist zu einfach. Sorry, meine Meinung. Ist doch vollkommen okay, dass du diese Meinung hast. Wer hat dir denn diese Meinung verboten? Und was hat das jetzt gerade mit dem zu tun, was wir hier gerade besprechen oder uns angucken? Keine Ahnung, haben die einen Artikel gemacht über Syrer und Afghanen oder was? Ich kenne die halt auch nicht, ne? Ich weiß nicht, was die so erzählen. Ich weiß nicht, was deren Gesinnung ist. Ich weiß, dass die auch so in die rechte Ecke eher gehen, also Richtung AfD und diese ganzen Sachen so. Aber ich kann dir nicht wortwörtlich zitieren, was die so geschrieben haben oder nicht, weißt du? Aber wie gesagt, ich bin ja für freie Meinung. Das heißt, du kannst auch deine Meinung äußern und du kannst ein Video machen, wo du das sagst, Bro, was du hier gerade geschrieben hast. Und man müsste da, also ich persönlich würde, also, wenn du dir meine Reactions reinziehst, wenn du dir meine Videos reinziehst, ich gehe da definitiv richtig krass differenziert an die Sache heran. So, ich gehe ja meistens in die Ursprünge rein, so. Wie konnte das überhaupt passieren? Ich habe so Sachen gesagt, wie die Welt gehört uns allen. Mensch ist Mensch, egal welche Religion, Hautfarbe, Herkunft, dies, das, bla, bla, bla. Also, ich verstehe nicht, was ihr hier gerade nicht versteht, so. Weißt du? Seid ihr denn dafür, dass jemand eine Meinung hat, die euch nicht gefällt? Gelöscht werden soll. Und wer entscheidet das dann? Also wer entscheidet, was verboten ist und was nicht? Solange es nicht gegen Gesetze geht, muss doch eine Meinung äußerbar sein, Digga, auch wenn sie dir nicht gefällt. Ich verstehe nicht, wie manche Leute das nicht... Also ich kann wirklich nicht verstehen, wie manche Leute dem nicht zustimmen so. Ich kann es wirklich nicht nachvollziehen, aber das bin halt nur ich. Die ganzen Speichermedien mitgenommen, natürlich Handy mitgenommen. Immerhin, den Zettel haben sie stehen lassen. Fernseher? Ist der hier geblieben? Nee. Auch weg. Alles weg, ja. Also das sind alles... Das war Helmut Schmidt, ne? Glaube ich, oder? Böse. Der Junge. Der junge Helmut Schmidt, Digga, oder? Nee. Auch weg. Oder nicht? Also das sind alles bösartige, lügnerische Vorwürfe. Rechtsextrem bin ich schon gar nicht, weil ich war ja bis vor 15, 16 Jahren war ich ja für linke Medien aktiv, habe für die Junge Welt geschrieben, habe für das Neue Deutschland geschrieben und bestimmte linke Inhalte vertrete ich weiterhin, also etwa die Kritik an Amerika oder der soziale Einsatz. Das ist jetzt ja auch kein Argument, ne? Also nur weil du damals für Linke gearbeitet hast, kannst du ja deine Ideologie auch verändern, so weißt du? Aber er sagt ja, dass er immer noch für ein paar linke Ideologien steht, keine Ahnung, ich will das gar nicht, ich weiß es nicht, ich kann mir erst ein Urteil fällen, wenn ich mir auch wirklich seine Sachen reinziehen würde, was der so erzählt und wie der so drauf ist, weißt du? Ja. Mir geht's mehr um das übergeordnete Thema so. Ja, solche Fragen vertrete ich immer noch. Und dann heißt es, Rassismus, in der Verbotsverfügung steht, wir würden ein ethnisch-völkisches Gesellschaftsbild im Unterschied zum Grundgesetz vertreten. Aber ich habe vielleicht vor einem halben Jahr extra ein Editorial zu dem Thema geschrieben, mit der Überschrift Lob des Gastarbeiters, wo ich schon rausarbeite, hier muss man immer unterscheiden. Ausländer ist nicht gleich Ausländer und Türke ist nicht gleich Syrer und so weiter, ja. Und beim Bruder, Mensch ist Mensch, fertig aus. Das ist besonders interessant. Ich wurde ja von der ex-grünen Vorsitzenden Dietfurt als Antisemit verleumdet und habe zwei Verleumdungsklagen gegen sie gewonnen. Ich habe letztinstanzlich in diesem Verfahren gesiegt. Spielt natürlich heute keine Rolle mehr. Der Staat macht, was er will. Auch interessant beim Antisemitismus. Natürlich haben wir
das Netanyahu-Regime kritisiert, jetzt wegen der Kriegführung und so weiter. Aber wir haben immer gesagt, die Mehrheit der Israelis ist gegen Netanyahu. Also man muss einen ganz klaren Unterschied machen. Es gibt hier nicht diese... Ist so. Die Mehrheit der Juden auf der ganzen Welt ist, glaube ich, gegen Netanyahu, um ehrlich zu sein. Man darf die Juden nicht verallgemeinern, sondern man muss immer genau hinschauen, wie in jedem Volk gibt es Gute und Schlechte. Wie gesagt, wir haben kein einziges Verfahren verloren in inhaltlichen Fragen. Weder Volksverhetzung, noch Rassismus, noch Antisemitismus, noch Aufstachelung zur Gewalt. Wir sind juristisch mit blütenweißer Weste und umso empörender ist es, dass dann mit dem Verbotshammer zugeschlagen wird. Also wir hatten zum Beispiel, ich glaube vor einem halben Jahr, wurde auch ein Verlag zerschlagen. Muss man das dann nicht rechtfertigen? Muss man das, kann man einfach was verbieten? Ich würde mal gerne wissen, auf was das basiert, weißt du? Gibt's da noch, kann man das, ich google das gleich mal. Das können wir eigentlich jetzt hier zwischendurch kurz machen, Digi, sag ich dir so, wie es ist. Mal gucken, was die Mainstream-Medien hier erzählen. Auf 79 Seiten listet das Bundesministerium Belege für das Verbot des Kompaktmagazins auf. Doch das ist unter Juristen und Experten umstritten. Aha, nur für den internen Dienstgebrauch steht in 79 Seiten umfassende Verbotsrevolutionstheoretik, Revolutionsrhetorik und Mordfantasien. Ach du Scheiße. Mit rechtsextremistischen Organisationen Einblick in antisemitische Verschwörungsideologien. Oha. Antisemitische Verschwörungsideologien. Großen Austausch. Die Globalisten bestreiten einen planmäßigen Volksaustausch. Hauptangriffsziel ist Deutschland. Zitiert die Verbotsverfügung aus einer Kompaktausgabe. Aha, also für solche Aussagen, wa? Mit dem Austausch. Habe ich schon öfter gehört von Leuten, auch AfD-nahen Leuten so. Zentrales Ziel von Kompakt sei laut Verbotsverfügung der Erhalt des deutschen Volkes und der Sturz des Regimes. Dafür finden sich mehrere Belege, wie zuletzt im Sommer 2023. Auf ein Kompakt-Spendengala, Widerstands- und Revolutionsrhetorik münden auch in konkreten Mordfantasien Einzelner. Analysiert werden die Inhalte der Leserbriefe und die Online-Kommentare in den mitunter indirekt zum Mord an führenden deutschen Politikern und damit Repräsentanten der demokratischen Ordnung aufgerufen wird. In den Kommentaren, Decker! Werden die Inhalte der Leserbriefe und die Online-Kommentare... Bro, das kannst du aber auch nicht immer beeinflussen, ne? Was Leute so in die Kommentare reinschreiben oder dir zuschicken. Das wollen wir noch ein bisschen vertiefen mit Sarah Tacke bei uns im Studio von unserer Redaktion Recht und Justiz. Ja, Kritik kommt von der AfD, wenn auch nicht nur. Die sagt, das sei ein Anschlag gegen das Grundrecht auf Pressefreiheit. Wie ist das juristisch einzuschätzen? Das stimmt. Dieses Verbot von Kompakt ist besonders heikel wegen der Meinungspressefreiheit, weil die besonders geschützt wird, im Grundgesetz verankert ist. Sag dich doch. In der Meinungs- und Pressefreiheit sind auch Meinung und Presse am äußersten Rand, auch finsterste Aussagen, Meinungen, Ideen geschützt. Deshalb kann man ein Medienunternehmen natürlich nicht einfach so verbieten. Aber das Bundesinnenministerium wendet das Instrument der wehrhaften Demokratie an, das Vereinsverbot. Und das heißt ganz konkret für diesen Fall, ein Medienunternehmen kann verboten werden, weil auch die Meinungs- und Pressefreiheit nicht grenzenlos ist, wie kein Grundrecht grenzenlos ist. Aber es muss nachgewiesen werden, dass dieses Medienorgan aktiv kämpferisch gegen unsere Demokratie, gegen unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung vorgeht. Und genau das will das Bundesinnenministerium tun und hat es getan auf 79 Seiten auf das Bestandteil. Hat, wird sich zeigen. Also die können das erstmal machen, die können erstmal Hausdurchsuchungen durchziehen, die können erstmal alles auseinandernehmen und einfach irgendwas aufschreiben aus Kommentaren und aus Leserbriefen und dann sagen, hier Jungs, jetzt werdet ihr gefickt. Aber die müssen das jetzt trotzdem noch beweisen, oder? Bruno, ich küsse dein Herz, danke für deine 2 Euro, Liebe geht raus. God is the greatest, bro. Wir sind drin. Muchas gracias. Was hat das jetzt erstmal für konkrete Folgen? Es hat ganz konkrete Folgen, nicht direkt für das Magazin, sondern vor allem für die dahinterliegenden Unternehmen, die das Magazin und die Videoplattform betreiben. Es hat 3 konkrete Folgen. Einmal wird das Vermögen, das Geld dieser Unternehmen eingezogen. Die zweite Folge ist auch ganz praktisch und konkret. Das Magazin, die Videoplattform, der Shop können nicht weiter betrieben werden, nicht weiter veröffentlicht werden. Und auch die Symbole sind schon auf der Liste der verbotenen Kennzeichnungen, können nicht weiter verwendet werden. Also deren Logos und so, oder was? Heftig, Digga, was haben die denn erzählt, Digga? Ich würde mir gerne mal dieses 72-seitige hier
Das würde ich mir gerne mal reinziehen, was da so drin steht in den 79 Seiten. Und die dritte Folge ist auch ganz konkret und ganz entscheidend. Es kann keine Ersatzorganisation, keine Folgeorganisation gegründet werden. Also man kann nicht unter einer ähnlichen Flagge jetzt einfach das Gleiche weiterverbrechen. Und wer sich... Verbrechen, na man? Wer das nicht befolgt, wer sich dem Verbot widersetzt, dem droht ein Jahr Gefängnis oder eine Geldstrafe. Leichte Baerbock-Vibes, sagst du, wa? Affe. Ist denn bei diesem Verbot jetzt schon das letzte Wort gesprochen oder kann Herr Elsässer dann noch Rechtsmittel einlegen? Das letzte Wort hat in diesem Fall vermutlich das Bundesverwaltungsgericht, vielleicht sogar das Bundesverfassungsgericht. Und das wird sehr spannend, denn es gibt zwar Präzedenzfälle, es gab Fälle in der Vergangenheit, wo linksextremistische, rechtsextremistische Plattformen verboten wurden und diese Verbote auch gehalten haben. Aber die sind doch ein bisschen anders gelagert als Kompakt. Die waren kleiner, die waren anders aktiv. Das heißt, hier wird wirklich nochmal Neuland betreten und es ist spannend zu sehen, wie die obersten Gerichte im Fall Kompakt entscheiden werden. Danke, Sarah, für die juristische Einordnung. Danke, Sarah, für die juristische Einordnung. Ich würde gerne mal noch eine unabhängige Juristin dazu hören, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Das war der Verlag, der Schelm. Das war wirklich ein antisemitischer Verlag. Die haben so alte Nazi-Schinken und sowas wieder aufgelegt und das zum Teil im Ausland gedruckt, hatten aber irgendwie einen Sitz in Leipzig. Natürlich ist dieser Verlag vorher x-mal verurteilt worden, weil sie hetzerische NS-Schriften auf den Markt gebracht haben. Und irgendwann wurde der dann auch zerschlagen. Aber wir haben noch nie einen Prozess verloren. Sie sagten heute Vormittag in einem Interview, dieses Regime wird untergehen, wenn es weiter solche Maßnahmen gibt. Und heute hat Frau Faeser einen Nagel in ihren eigenen politischen Sarg geschlagen. Wie haben Sie das gemeint? Ja, weil jetzt eben offensichtlich ist, dass das Regime in die Diktatur übergeht. Denn bisherige Maßnahmen gegen rechte Opposition waren auch schon willkürlich und oft unbegründet. Aber jetzt geht es gegen ein Medienunternehmen. Ich will nochmal sagen, wir sind kein Verein, wir sind keine Vereinigung, schon gar keine Partei. Wir sind ein Medienunternehmen, das eine Kundenbeziehung hat und das als Unternehmen sehr erfolgreich ist, über 20 Leute beschäftigt und schwarze Zahlen schreibt. Man kann uns nicht verbieten, wie man, was weiß ich, irgendwelche rechten Burschenschaften oder Kameradschaften verboten hat. Und da, an dem Punkt, hat jetzt einfach Frau Faeser das hässliche Gesicht der Diktatur gezeigt. Und das werden viele Leute zur Kenntnis nehmen, die gar nicht viel von Kompakt halten, die vielleicht... So wie ich zum Beispiel. Ich kenne das gar nicht richtig, das Magazin. Sagen, naja, wir sind zu over the top. Aber wo die Leute sagen, okay, meine Meinung ist es nicht, aber nach Artikel 5 Grundgesetz muss auch diese Meinung möglich sein. So sehe ich das nämlich auch. Weißt du, wie ich meine? Da hat er genau jetzt so Kandidaten wie mich angesprochen hier gerade. Und es ist ja auch schon immer schlimmer geworden mit der Zeit. Das hast du ja gemerkt. Das hat ja in der Corona-Zeit extrem angefangen, dass Leute Kanäle gelöscht wurden, weil die eine gewisse Meinung zur angeblichen Pandemie gehabt haben. So, weißt du, wie ich meine? Zur eigentlichen Grippewelle so. Und da hat es ja schon angefangen, dass Kanäle gelöscht wurden, Magazine gelöscht wurden, Leute verfolgt wurden, Monetarisierungen ausgeschaltet wurden und so. Das geht halt einfach in eine Richtung rein, die nicht mehr gesund ist für den generellen Meinungsdiskurs in unserem Land, Digi. So, und da müssten wir eigentlich alle an einem Strang ziehen, egal von welcher Seite, rechts, links, oben, unten, Bro. Weißt du, wie ich meine? Da müssten wir eigentlich alle an einem Strang ziehen und sagen, ey, wir wollen, dass man in Deutschland seine Meinung frei sagen darf. Das ist ein Schlag gegen die Opposition und nicht nur gegen oppositionelle Medien, sondern die Art und Weise, wie das bei Nacht und Nebel ohne jede Vorankündigung gemacht wurde, ohne jedes juristische Argument, weil wie gesagt, wir sind noch nie verurteilt worden, da kann das jetzt jeden treffen. Naja, im Genauen wissen wir es noch nicht. Die Anwälte wurden heute knallauffall kontaktiert, die waren auch nicht alle da. Aber wir werden mit einer Eilverfügung auf jeden Fall vorgehen. Also das ist eine spannende Frage. Wir haben die August-Ausgabe in der Druckerei. Die kommt meines Erachtens am Freitag aus der Druckerei und wird dann bei uns sozusagen verpackt und geht dann raus an die Grossisten und an die Abonnenten und so weiter. Aber unser ganzes Vertriebssystem ist natürlich auch zerschlagen. Da gibt es auch keine Computer mehr und keine... Ich war noch nicht dort, wo der Vertrieb stattfindet. Wahrscheinlich ist da auch alles mitgenommen. Also auch mein Privatkonto ist nicht betroffen. Nur die Geschäftsmann. Ja. Also die Maßnahmen richten sich gegen das Magazin und das Medienunternehmen Kompakt. Ja. Immerhin, Digga. In anderen Fällen habe ich schon mitbekommen, dass sie auch Privatkonten gesperrt haben, gerade international. Wenn du eine gewisse Meinung vertreten hast, die den Leuten nicht gefällt. Beispiel Andrew Tate zum Beispiel. Da werden auch gerne mal die Privatvermögen eingefroren oder die Autos weggenommen und was auch immer so. Alle Konten gesperrt bei PayPal, Google und was auch immer. Airbnb. Gegen die Personen. Also das ist ja das Absurde. Man ist ein Widerspruch in sich. Man verbietet Kompakt, weil es angeblich die freiheitlich-demokratische Grundordnung gefährdet. Aber die Akteure von Kompakt, die das betreiben, die werden nicht verklagt, weil der Staat natürlich merkt, damit würden sie vor keinem Gericht durchkommen. Aber das Verbot des Mediums, damit wollen sie durchkommen, indem sie das Medium nicht mehr als Medium, Magazin oder Zeitung bezeichnen, sondern als Verein.
bin natürlich gefährlich, weil ich Opposition bin und weil ich sage, diese Regierung muss gestoppt werden. Und ich spreche ja auch davon, das Regime muss gestürzt werden. Da stehe ich dazu, weil sich über die aktuelle Regierung hinaus ein Block an der Macht formiert hat, der dem Einheitsblock der SED und ihrer Verbündeten in der DDR ähnlich ist. Und so wie das SED-Regime durch eine friedliche Revolution gestürzt wurde, anschließend natürlich mit Wahlen die neuen Verhältnisse sozusagen legitimiert. Deus sagt, meiner Meinung nach ist das eine Psyop. Inwiefern, bro? Psyop without man, Alter. Inwiefern? Wurden, so wird es auch dem BRD-Regime und Frau Faeser gehen. Würden Sie von sich sagen, dass Sie auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Absolut. Grundordnung stehen? Natürlich, ich bin für die freiheitlich-demokratische Grundordnung, ich bin für das Grundgesetz und die Feinde der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und des Grundgesetzes, die sitzen in der Regierung und natürlich mittlerweile auch im Verfassungsschutz. Der Verfassungsschutz schützt nicht mehr die Verfassung, sondern nur noch die Regierung. Ich bin absoluter Demokrat. Ich, obwohl ich für den Frieden mit Russland bin, bin ich kein Anhänger des russischen Systems. Es passt nicht zu Deutschland. Wir haben eine eigene demokratische Vorstellungen. Ich würde das deutsche demokratische System aber ergänzen durch das... Um die Polarität, den Widerstand aufrechtzuerhalten. Möglich, Bro, möglich. Rechtdemokratische Element der Schweizer. Danke. Gefällt Ihnen unsere Arbeit? Dann. Ich küsse dein Herz, Digga. Haben wir uns mal reingezogen auf jeden Fall. YouTube, schreibt mir eure Gedanken dazu in die Kommentare rein. Ich habe mir schon genug Senf dazu abgegeben. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Ich liebe euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ich kann das Bild nicht größer machen. Das ganze Ding hängt hier gerade. OBS hängt. Egal. Im Kleinen sage ich euch ciao. Ich liebe euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Peace out. Jo, Freunde, ich kann nicht mehr weiter streamen, ja?